Mein Name ist Ivar Hartböck und ich geleite Sie durch die heutige Kundgebung, die etwas verspätet angefangen hat, aber nichtsdestotrotz sehr erfolgreich zustande gekommen ist. Wegen Weihnachten, das ja, morgen kommt ja das Christkind, aber nur zu den Lieben. Ich begrüße alle Anwesende, Protestierende, Demonstrierende, Neugierige, vielleicht sind auch Kinder darunter. Auch kein schlechtes Weihnachtsvorbereitung. Und ich trage jetzt ein Weihnachtsgedicht vor von Kurt Tucholsky vom 21.12.1919. Der Titel: Einkäufe. Was schenke ich dem kleinen Michel zu diesem kalten Weihnachtsfest? Damals war es kalt. Den Kullerball, den Sabberpichel, ein Gummikissen, das nicht nässt, ein kleines Seifensiederlicht, das hat er noch nicht, das hat er noch nicht. Und so weiter, ich komme gleich zur letzten Strophe. Ach, liebe Basen, Onkels, Tanten, schenkt ihr ihm was? Ich finde es kaum. Ihr seid die Fixen und Verwandten, hängt ihr's ihm unter'n Tannenbaum. Doch schenkt ihm keine Reaktion. Die hat er doch schon, die hat er doch schon. Soweit Tucholsky, ich ergänze. Doch schenkt dem kleinen Michel nicht die große Koalition. Die hatten wir doch schon, die hatten wir doch schon. Und jetzt haben wir den Dreck im Schachtel. Noch einmal, guten Abend, mein Name ist Eberhard Böck, ich sagte es schon, und ich geleite Sie durch die heutige Kundgebung. Beschenken wir uns und diese Stadt mit der 203. Montagskundgebung. In dieser Stadt, die angeblich beschenkt wird mit einem Bahnprojekt, das diese Stadt zum Spielzeug macht für die deutsche Ingenieurskunst und ihre durchgeknallten Auftraggeber. Geschenkt gibt es übrigens Flyer zur Fahrpreiserhöhung von SSB und Deutsche Bahn. Die kann man da hinten erwerben, stoßweise. Die soll man in der S-Bahn oder in den Straßenbahnen verteilen an die verschiedenen Fahrgäste. Man kann das stapelweise da hinten abholen beim Brunnen. Noch ein Gedicht? Nein. Jetzt die Zettel. Es ist heute viel zu sagen. Beschenkt wird diese Kundgebung mit der Anwesenheit und einem Beitrag des Prälaten AD, Regionalbischof und Stuttgarter Dekan AD, Martin Klump. Sie erinnern sich vielleicht. Sie erinnern sich vielleicht, Prälat Gump war 2010 als Vermittler im Gespräch für einen runden Tisch. Diese Position hat dann Heiner Geißler eingenommen. Gar nicht auszudenken. Nein, danke. Bitte, das ist keine gute Einleitung. Das ist keine gute Einleitung für den Prälaten. Martin Klump. Gar nichts auszudenken, wäre eben dieser Mann, Martin Klump, auf jenem Stuhl gesessen. Bitte, Herr Klump.